Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von City Skylines. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ich habe gerade diese filmische Kamera entdeckt. Die ist ziemlich nice, vor allem für ein Intro. RIP. Oh. Ah. Weg. Nein, ich wollte raus. Ah, Hilfe, ich bin verwirrt. Ja, wir haben ja letzte Folge die Parks freigeschaltet. Die sind auch sehr wichtig. Ich weiß nicht genau, wo ich einen Park hinsetzen will, aber ich will einen Park setzen. Vielleicht hier wäre... Also allgemein, ich habe ja schon gesagt, ich wollte hier auf der Insel was setzen. Heute sind auch die großen Räumungsarbeiten von uns, wo wir alles auf eine Höhe bringen. Denn wir haben ja unendlich Geld und uns muss das nicht jucken. RIP. Machen wir einfach mal diese Insel hier. Denn grundsätzlich sind alle Inseln auf derselben Höhe, nur dass halt auf den meisten Berge drauf sind. Kriegen wir aber ganz locker flockig weg. Und wenn das kacke aussieht, dann haben wir auch hier dieses Tool. Das kann nämlich die Sachen glätten. Dann sieht es auch wieder besser aus. Muss ich nur noch das Wasser ein bisschen anpassen, Leute. Wir haben gerade wieder sehr hohe Nachfrage nach Wohngebieten. Warum auch immer. Ich meine, es ist ja kein sehr schöner Ort, an dem unbedingt jeder leben wollen würde. So, ich nehme die Folge, by the way, direkt nach der letzten auf. Alter, Polizei. Sie haben mich gefunden. Hört ihr wahrscheinlich sowieso nicht. Ich finde das so sinnlos. Wieso brauchen wir Beschäftigung in Gewerbe- und Industriegebieten? Das ist so all. Und wir können auch das Budget der Sachen erhöhen. Das würde ich sehr gerne machen. Denn dann müssen wir weniger davon setzen. Denn die haben dann immer eine größere Reichweite. Strom und Wasser wird dann zum Beispiel auch mehr produziert. RIP. Bitte. Wir dürfen auch neue Richtlinien freigeschaltet haben. Parks und Erholung. Ja, mehr Parkpflege. Lieber Parks. Parks und Plätze ziehen 10% mehr Besucher an. Besucher? Kostet 10 pro Park. Ja, brauche ich nicht unbedingt, aber ist ganz okay. So, ich würde sagen, jetzt beginnen mal die großen Glättungsarbeiten. Ich habe ja gesagt, dass ich diese Insel hier auch glätten will. So, perfekt. Machen wir den Pinsel ein bisschen größer und jetzt geht's los, Leute. Ach du Kacke. Ich will gar nicht wissen, wie viel das kosten würde, wenn ich unendliches Geld nicht drin hätte. Ich glaube nicht, dass ich das selbst jemand mit einer Millionenstadt einfach so leisten könnte. Das Blöde ist, die ganzen Bäume verdecken die Ansicht, ob das glatt ist oder nicht. Denn ihr seht ja hier, hier sind so Striche. Und die sagen einem dann sozusagen, ob das weit oben ist oder nicht. Und das könnte ich bei manchen Sachen halt echt gut gebrauchen. Denn manchmal sind hier so ein paar Sachen recht unsichtbar. Und mal den Pinsel ein bisschen kleiner machen. Es ging schneller, als ich erwartet habe. Eine weitere glatte Insel, würde ich sagen. Sieht schön aus, oder? Mit Ausnahme dieser Löcher. Fix ich mal. Ich kenne ja die Bäume. RIP. Kanäle. Weiß ich. Da würde ich auch gerne mal einen Kanal durch diese Insel durchmachen. Es wird eine sehr künstliche Stadt, Leute. Nehmen wir einfach mal einen mittleren Kanal. Bam. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob das Wasser da wirklich so krass durchfließen wird. Ups. Kann ich das verschieben? Ja, weg mit den Bäumen. Ja, okay, ich mache den Kanal nochmal ganz kurz ein bisschen neu. So, ja, jetzt ist da ein guter Wasserfluss. Ah, hier ist es auch nicht weit genug. Ich baue selten Kanäle, Leute. Ich bin kein Profi darin. So, jetzt dürfte da Wasser reinfließen. Die Frage ist, wie tief? Vielleicht kriegen wir auch einen hier rein. Obwohl, nee. Erstmal noch lieber nicht. Lass das Wasser reinfließen. Ach du Kacke, was passiert hier? Ah! Überschwemmung!
Leute, sichert eure Keller. Wir haben ein Problem. Ja, die Straßen sind überflutet. Wir können im Übrigen auch in die Perspektive eines Autos reingehen, was ich auch richtig nice finde. Die Autos fahren einfach alle. Nur das, in dem ich drin bin, bleibt einfach stehen. Hallo, Ampel? Ist das deine Schuld, Ampel? Ach so, parkt der gerade? Wahrscheinlich. Ja, dann fahren wir trotzdem mal einfach hier weiter. Und da wurde gerade ein Haus gebaut. Finde ich auch witzig, wie einfach die Gerüste immer so schnell sind. Sieht immer so all aus, irgendwie so richtig amerikanische Häuser hier und dann irgendwie so richtig Tropen. Das ist komisch. Es gehört Oscar Williams. Oh mein Gott. Mein neues Idol. So, Gewerbe hier hin. Langsam brauchen wir auch mal neue Plätze für Wohngebiete. Neue Plätze für Wohngebiete. Jetzt im Angebot. Ups. So. Und dann. Bam, perfekt. Da gibt es immer noch die kleinen Tricks, Leute. Die kennt keiner. Ja, okay, die kennen sehr viele. Oh, der Kanal hat tatsächlich sehr guten Durchfluss. Ein bisschen zu gut, wenn ihr mich fragt. Vielleicht sollte ich den mal ein bisschen tiefer machen. Was ist eigentlich das? Main Category Public Transport. Was zur Hölle? Two-way Guideway. Ich bin verwirrt, Leute. Ist das jetzt dauerhaft so? Muss ich den Kanal tiefer machen? Hätte ich jetzt kein Problem mit. Ist das jetzt besser, Leute? Ups, ein bisschen zu tief, scheinbar. Naja, wir gucken einfach mal, wie sich das einpendelt. Ich fände so einen Kanal nämlich ganz schön. Oh, falsches Fenster. So, machen wir auch wieder 40 U lang. Perfekt. Und machen wir wieder mal genau dieses gleiche Grid. So eine organische Stadt. Bin ich nicht so gut drin, das schön organisch aussehen zu lassen. Aber das können wir gerne auch mal probieren. Nach diesem Let's Play, was wahrscheinlich nicht allzu lang gehen wird, weil diese Stadt wahrscheinlich einen Verkehrskollaps bekommen wird. Denn wie gesagt, ich kann den Verkehr in diesem Spiel einfach nicht handeln. So. Und so. Perfekt. Dann erweitern wir einfach mal das Viertel. Gebt mir auf jeden Fall Feedback, ob ihr das lieber mit oder ohne Musik seht. Also jetzt nicht Musik vom Spiel, sondern Musik von mir. Und allgemein, ob ihr meine Musik gut findet, die ich benutze. Das habe ich noch nie irgendeiner Weise gefragt. Die war einfach irgendwann mal da. Und keiner hat sich darüber beschwert. Ganz im Gegenteil. Einige schrieben sogar, dass es ganz gut wäre. Ich kriege auch manchmal Feedback, dass die Musik ein bisschen laut ist. Kann ich gern leiser stellen. Wird ja auch irgendwie bei mir immer leiser. Weil ich eine bessere Moderationsfähigkeit bekomme und die Musik nicht mehr so im Vordergrund sein muss. Denn die habe ich ganz am Anfang nur benutzt für meine Sprechpausen, die ich natürlich auch immer noch habe. Die hat jeder. So, ups, sehr hohe Nachfrage nach Wohngebieten. Habe ich gar nicht bemerkt. Malen wir das einfach mal hier alles an. Perfekt. Was haben wir eigentlich gerade? 94%, das ist immer noch gut. Mal ein bisschen Gewerbegebiet hier noch an und ein bisschen neue Industrienachfrage. Ihr seht, hier fahren sehr viele Autos rum. Was ganz praktisch wäre, hier ist eine Ölindustrie. Ich meine Erzindustrie, weil die Kohlekraftwerke, die brauchen nämlich Erz. Deswegen würde ich gerne hier auf die... Oh, die haben wir noch gar nicht. Kriegen wir über 2000 Einwohner. Okay. Wie sieht's hier aus? Immer noch hoch. Ist das euer Ernst? Oh, Menno. Kann man da eigentlich Keimmauern dran machen? Küste benötigt. Wow. Hier kann ich eine hinbauen.
Nein, sag mir nicht, ich kann hier eine hinbauen, weil hier Wasser ist. Geil, Mann. Manchmal ist dieses Spiel einfach nur dämlich cool. Ich mag es. Genau mein Stil. Kann man das ja auch so geschwungen machen? Ja, kann man tatsächlich. Könnte man hier rein theoretisch so eine Mauer auch mal bauen. Aber die Mauern, die ich hier aus dem Workshop runtergeladen habe, sehen wesentlich schöner aus. Wie ihr unschwer erkennen könnt. Naja, ist ja Geschmackssache, aber ich mag es lieber so. Rup. Gehe ich mal hier auf die Bäume. Ich hoffe, das pendelt sich irgendwann ein. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem, denn das ist ziemlich hoch, das Wasser. Stimmt. Apropos Wasser. So. Na, jetzt ist mein Ordnungszwang nicht mehr ganz so krass. Scheinbar. Juckt ja auch irgendwie keinen, sieht man ja nie. Abwasserklärung ist alles super. Tatsache, dieses Ding klärt scheinbar Wasser. Das ist ziemlich cool. Wasserverfügbarkeit ist auch immer noch richtig super. Wir machen hier einfach mal weiterhin diese generische Industrie. Und wieso haben wir jetzt das hier? Kann ich das wegmachen? Ich will das weg. Geh weg. Geh weg. Normalerweise hat man das nur so. Mache ich ein bisschen. Geht das jetzt gleich wieder weg? So, la la la. La la la. Gehst du weg? Nein, gehst du nicht. Schade. Tut mir leid, Leute, wenn euch das stört. Wird schon irgendwann wieder weggehen. Oder auch nicht. Dann würde ich sagen, in der Zeit bauen wir einfach mal ein bisschen das Grid weiter aus. Alter, es ist einfach eine mende Kleinstadt. Heftig. Jetzt haben wir die Autobahn freigeschaltet schon. Okay, Friedhöfe haben wir freigeschaltet. Die fortschrittlichen Windturbinen. Die wollte ich ja auch haben. Die Erzindustrie, wir haben sehr viel Nützliches freigeschaltet. So, wo ist hier viel Strom? Hier ist viel Strom. Ah, die haben Lautstärke-Radius. Obwohl, das Gewerbegebiet, juckt keinen. Stromverbrauch von 40. Wir sorgen einfach mal ein bisschen vor. Ist schon damit verbunden. Dann machen wir die Kraftwerke mal hier weg. Ne? Und machen direkt mal hier wunderbare Erzindustrie hin. Ja, obwohl, das bringt jetzt auch nichts mehr. Ja, wir machen trotzdem Erzindustrie hin. Ist effektiver. Was ist? Nichts geht über grüne Energie. Was haben wir noch freigeschaltet? Außer Autobahn. Ja, Autobahn, eine der Hauptfreischaltsachen, ein paar neue Richtlinien. Wir haben Busse freigeschaltet. Und die Friedhöfe, stimmt. Friedhof werden wir jetzt auch brauchen. Denn irgendwer muss ja die Toten abholen, Leute. Oh, da ist schon jemand tot. Scheinbar. Ach Menno, es tut mir so leid, Leute. Und Freizeit, stimmt. Das haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Ich wollte ja einen Park bauen. Eigentlich hierhin. Und Leute, weil ich so perfektionistisch bin, muss ich jetzt hier ein paar Straßen legen. Damit ich das gut machen kann mit dem Stadtviertel legen. Weil da kann man sich nämlich an Straßen orientieren. Perfekt. So, machen wir einfach mal das, damit nichts verschwindet. Das Lynchviertel. Oh, ups. Nein, nicht das. So, das. La, la, la. Weg mit dem Lynchviertel. Ich wollte eigentlich ein Parkgebiet haben. Oh, das leuchtet so schön. Das ist so schön. Leute, das ist so schön. Thank you.
Da sind wir auch wieder. Wir haben hier ein wunderbares Viertel markiert. Die Straßen mache ich mal weg, denn die sehen kacke aus. RIP. Mach die Straßen weg. Müssen ja dran. Keine Ahnung, wieso ich das immer so schön markieren muss. Ich weiß es nicht, Leute. Aber ja, jetzt haben wir jedenfalls einen wunderschönen Ort hier. Und von da aus mache ich mal einfach eine Brücke hier hin. Ja, sieht schick aus. Ist zwar von den Wohngebieten aus, aber egal, Leute. Wir machen einfach mal sowas. Und sowas. Und dann machen wir hier... Ja, obwohl sowas ist dann schon ein bisschen besser. Und ich glaube, sowas haben wir nicht für die großen Dinger. Oh, da ist noch ein Berg. Upsi-dupsi. Dann müssen wir das nochmal ganz kurz glätten. Kein Wunder, dass das Ding so hoch ist. So. Wir haben ja einfach nicht gut genug geglättet. Mach ich mal nur meinen Pinsel trotzdem kleiner. Was zur Hölle ist ja nicht los? Wieso wird mir diese Brush Options die ganze Zeit angezeigt? So, können wir jetzt eine bessere Brücke darüber bauen? Oh, sieht das schick aus. Gott, ist das schlimm. Ist ja eine Holzbrücke. Ach du Kacke. Ach, guck mal, die Brush Options sind weg. Vielleicht waren sie das auch vorher schon. Ich bin einfach nur blöd. Egal. So, legen wir die Straßen hier hin. Perfekt. Und der Granatgarten. Was soll denn das eigentlich werden, Leute? Ein Stadtpark, ein Freizeitpark, ein Zoo oder ein Naturschutzgebiet? Naturschutzgebiet mag ich persönlich nicht so gerne. Zoo ist schon cool, aber ich glaube, ich bin ein ziemlich großer Fan vom Freizeitpark. Ich glaube, das wird ein Freizeitpark, Leute. Packen wir hier einfach mal das Haupttor hin. Das machen wir lieber hier, sonst sieht das an der Straße kacke aus. Ja, da haben wir die Sachen freigeschaltet. Und machen hier nochmal so ein kleines Nebentor, weil wir hier noch einen kleinen Bereich machen werden. Aber noch mache ich da noch gar nichts. Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen die Nachfrage beachten. Hier sind nirgendwo Arbeiter. Brauchen wir ein Busdepot. Wäre auch mal ganz nice. Hier eine Haltestelle, da eine Haltestelle. Da eine Haltestelle. Und nochmal da. Perfekt. Wie viele Busse fahren da? 12 Stück. Was haben wir denn für Models? Schulbus und wir haben diese Pod-Sachen. Das ist auch von einer Mod. Zufällig geht auch. Nice. Zufällig wäre immer ein bisschen chaotisch. Wäre dann für so eine nicht so reiche Stadt wahrscheinlich geeignet. Wo packen wir denn noch Gewerbegebiete hin? Ne, da ist die Autobahn, da kannst du schlecht was hinbauen. Vielleicht machen wir nochmal hier ein kleines Gebietchen hin. So. Wie gesagt, Leute, ich glaube, in den späten Folgen wird das hier sowieso komplett anders aussehen. Ich glaube nicht, dass ich das so beibehalten möchte. Und hier fehlt doch noch was, Leute. Ups, falsche Straße. So. Ja, sieht eigentlich ganz schick aus. Heilige Scheiße. Gewerbegebiet ohne Ende. Wie sieht es mit dem Verkehr aus? 92% ist immer noch okay. Bin immer noch kein Fan von diesen Kreisverkehren. Ach du Kacke, sind das viele Busse. Leute. Seid ihr alle an einer Stelle? Und wieso hat keines dieser Gebäude genügend Arbeiter? Ist das euer Ernst? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, bei manchen wird
das Problem gelöst, aber bei manchen auch wieder nicht. Ist das eigentlich schon? Ja, das ist Erzindustrie. Wird so viel gebaut, aber es bringt gar nichts. Die haben noch kaum Einwohner. Was hast du gerade gesagt, Chapa? Ups. Die Stadt stellt ihren Bürgern. Ja, bla bla. Das wusste ich auch schon vorher, dass ich euch Rauchmeldern zur Verfügung stelle. Wie ist der Bus so schnell hier hingekommen? Achso, stimmt. Ich habe jetzt Zeit beschleunigt. Ich will mitfahren. Gott, das ist so all. Einfach so richtig, richtige Stadtstraßen. Und da ist einfach nichts außer Bäumen. Wow, so wunderschön. Und da kommt dann plötzlich so eine Stadt mit richtig viel Verkehr. Wieso stehen da Leute? Lol. Oh, wie wirst du jetzt drehen? Meine Fresse, der Bus dreht schneller als die Kamera. Oh. Ich habe immer noch keinen guten Namen gefunden. Und der Kastanienpark hat keine Arbeit. Leute, schade. Was ich cool finde, man sieht hier die Bushaltestelle, weil hier so eine Einkerbung ist. Freizeit, 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 Freizeit. Ich kann nur drehen. Ich kann eigentlich nie richtig reden. Das sage ich eigentlich jedes verdammte Mal. So. Fühlt euch jetzt besser. Habt ihr mehr Freizeit? Ich finde das immer mit den Schulen so oll. Ach so, wir haben eine Oberschule. Seit wann haben wir die? Ich finde das so ein bisschen oll. Was, ich meine, guckt euch das an. Man muss eine Grundschule eine Straße weiter haben, sonst sind die unglücklich. Ich meine, so als ob du... Ich meine, was? Ich bin früher teilweise eine halbe Stunde zu meiner Schule mit der Bahn gefahren. Was ist euer Kackproblem? Ihr lebt auf dem Land, ihr fahrt sowieso zum größten Teil in die nächste Stadt, um einfach in die Schule zu gehen. Seid froh, dass ihr bei 2000 Einwohnern überhaupt eine Schule habt. Ja, das kann ich euch nämlich sagen. Ich würde ganz gerne den Untergrund hier mal anpassen. Denn der sieht auch nicht so nice aus. Oh, nicht der. Der? Sieht das okay aus? Na, nicht wirklich. Man soll schon erkennen, dass hier ein bisschen Strandbiom ist. Aber ich finde, im Industriegebiet sollte schon möglichst alles voller Asphalt sein. Damit man diese ganzen verrotteten Bäume auch gleich nicht mehr sieht. Denn die mache ich noch weg. Und dann ist es eigentlich auch schon vorbei mit der zweiten Folge. So krass, wie schnell das einfach geht. Als ob ich jetzt schon so 40 Minuten City Skylines spiele. Ja, hier ist dieser Gebäude halt kack Probleme, obwohl hier doch eigentlich eine wunderbare Straße durchführt und wir eine Buslinie haben. Aber naja, juckt. Das juckt den Bus nicht. Gibt es irgendwo? Warte kurz. Ah, guck mal, da sind sehr viele Leute ausgestiegen und die gehen jetzt wahrscheinlich alle zur Arbeit. Was ist das eigentlich für ein Leben, in so einem Industriegebiet zu arbeiten? Oh nein. Ich meine, läufst du mal eben... Ich meine, guck mal. Ein Busdepot, Mülldeponie und eine Kläranlage direkt nebeneinander. Und die Müll- und die Wasserpumpen sind aber auch direkt da. Ja, wenn ich wüsste, dass mein Wasser von da kommt, dann würde ich ausziehen. Aber mal echt. Ja, die haben auch nicht mehr genügend gebildete Leute in dieser Stadt. 21% haben Grundschulabschluss, 0% haben einfach einen Oberschulabschluss und man ist hochgebildet, wenn man einen Universitätsabschluss hat, aber wir haben noch gar keine Universität, denn die schalten wir erst bei 6000 Einwohnern frei, was wir dann hoffentlich auch die Tage erreichen werden. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge City Skylines wieder und tschüss, ja, tschüss Leute.